Valjanis i Marija. Drago braćo i sestre, sve vas ovdje u Međugorju i vas koji nas slušate putem Radio Valova, Radio Postoje Mir Međugorje, srdačno i lijepo pozdravljam. Molit ćemo krunicu za svoje nakane i za Gospode nakane. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen po Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od On će doći suditi žive i mrtve, vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Ave. Ćemo radosno tajstva Gospodine krunice. U prvom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je anđeo Gabriel navijestio Mariji da će začeti snagom Duha Svetoga i roditi Isusa, Spasitelja svijeta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Hosana, Hosana, Hosana in excelsis. Hosana, Hosana, Hosana in excelsis. Hosana, Hosana, Hosana in excelsis. U drugom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažna djevica Marija pohodila svoju rođakinu svetu Elizabetu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, 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 Marijo, zdravo, 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 Marijo, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, 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 Marijo, zdravo, 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 Marijo. U trećem radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija rodila Isusa u betlehemskoj štalici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Božia, moli za nas griešnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Božia, moli za nas griešnike sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Canta alleluja al Signor. Canta alleluia al Signor. Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia al Signor. Canta alleluia al Signor. Canta alleluia al Signor. Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia al Signor. U četvrtom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su blažna djevica Marija i sveti Josip prikazali Isusa u hramu.하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen.
은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. 영광이 성부와 성자와 성령께 Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Aleluja, 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 Aleluja. U petom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su blažna djevica Marija i sveti Josip pronašli Isusa u hramu među naučiteljima nakon 3 dana traženja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave. Nastavljamo našu molitvu moleći žalosno tajstva Gospine krunice. U prvom žalosnom tajstvu razmišljat ćemo kako se Isus molio i krvavim znojem znojio u maslinskom vrtu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Kruch nasz svakdanji daj nam danas i odpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Jezu,
Jesu, 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 Jesu. O drugom žalosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Isusa vezali za stup i bičavali u Pilatovu dvoru. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. Pomo Isuse, oprosti nam naše grijehe. Očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Sred te se pećine Marija javi, izraelske visine svak je pozdravi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave.
Maria. U trećem žalosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Isusa okrunili trnovom krunom. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazdaj vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe. Očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Silencijum.
Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas. Svome sinu preporuči, majko mira, moli za nas. U četvrtom žalosnom tajstvu razmišljat ćemo kako Isus nosio svoj teški križ na Kalvariju. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Gospa majka moja, kraljica mira, Gospa majka moja, kraljica mira, Gospa
Gospa Majka moja, Gospa Majka moja ti. Gospa Majka moja, Gospa Majka moja ti. U petom žalosnom tajstvu razmišljat ćemo kako Isus raspet umro na križu za nas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Grani daj nam danas i otpusti nam kako i mi otpuštamo dužnicima naši. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Njevo Djevica, Majko Kristova. Moli, moli za nas. Majko Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena. Moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna, Majko dobrog savjeta. No.
Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva, Majko Crkve, Majko naša. Časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća. Moli, moli za nas. Djevice milostiva, Djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti. Moli, moli za nas. Uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna pobožnosti. Moli, moli za nas. Ružo otajstvena, tornju Davido, tornju bjelokosni, kućo zlatna. Moli, moli za nas. Škrinjo zavjetna, vrata nebeska, zvijezdo jutarnja, zdravlje bolesni. Moli, utočište grešnika, utjeho žalosni, pomoćnice kršćana, kraljice anđela. Moli, moli za nas. Kraljice patrijarha, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika. Moli, moli za nas. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetlih, kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli, moli za nas. Molitva Duhu Svetom, Veni Kreator Spiritus, odođi stvoren... Gebet zum Heiligen Geist, komm Schöpfergeist. Gebe uns ein, besuch das Herz der Kinder, die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnade. Komm, Schöpfergeist. Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott dein Gnaden fand, du Lebensstrom, Licht, Lieb und Glut, der Seele, Salbung, höchstes Gut.
O Schatz der siebenfältig zierte Finger Gottes, der uns führt, Geschenk vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht. Zünd an in uns des Lichtes Schein, gieße Liebe in die Herzen ein, stärke unseres Leibes Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. Treib weit von uns des Feindes Gewalt in deinen Frieden uns erhalt, dass wir geführt von deinem Licht in Zünd und Leid verfallen nicht. Gib, dass durch dich den Vater wie und auch den Sohn erkennen und dass das Geist von beider dich für alle Zeit glauben festiglich. Lob sei dem Vater auf dem Thron und seinem auferstandenen Sohn, dem Heiligen Geist, auch alle Zeit, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Sende aus dein Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, Gott, du hast Herzen deiner Gläubigen durch die Leuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist und seines Trostes uns alle Zeit erfreuen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Grüß Gott, guten Abend, verehrte Gläubige, fertige Pilger. In wenigen Momenten beginnen wir mit der Live-Simultan-Übersetzung der Heiligen Messe vom Außenaltar der Kirche St. Jakobus in Medjugorje. Verehrte Gläubige, wir bitten Sie herzlich, dass Sie Ihren Beitrag für die Übersetzung und die Übertragung des Abendgebetprogramms im Informationsbüro abgeben. Die Pfarrei dankt Ihnen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnaden und Frieden von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus sei alle Zeit mit euch, Brüder und Schwestern. Wir haben uns versammelt, um das Wort Gottes zu hören und das Opfer Christi zu feiern und den Herrn zu bitten für so viele Bedürfnisse. Aber auf besondere Art und Weise, dass wir dem Herrn danken für die Menge der empfangenen Gaben. Dankbaren Herzens am Beginn dieser heiligen Eucharistie, lasst uns unsere Sünden bereuen, damit wir fromm und heilig diese heiligen Messgeheimnisse feiern können. Heute, wo wir der heiligen Märtyrin Edith Stein gedenken, der Schutzpatronin Europas. Das Blut der Märtyrer ist der Same der neuen Christen, ist in den letzten Jahrhunderten des Christentums, in den ersten Jahrhunderten des Christentums gesagt worden. Vielleicht wir, die wir in diesem Gebiet leben und da, wo ihr wohnt, vielleicht wird nicht von uns verlangt, dass wir das Blut vergießen, aber das tagtägliche Märtyrertum wird von uns ersucht. Wir sind Christen. Unser Heiland, der Sohn Gottes ist, hat das Märtyrertum aus Liebe zu uns ertragen. Lasst uns tagtäglich diese kleine Märtyrergeschichte aus Liebe zu unserem Herrn denken, wie unserem Heiland, wie ihr Blut vergießend die Heilige ertragen hat, die wir heute besonders ehren, nämlich die Edith Stein. Also lasst uns am Beginn dieses Opfer der Liebe und der Barmherzigkeit geben mit den Sünden, mit denen wir den Nächsten und Gott verletzt haben. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich uns, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gospodine Bože, ti si svetu djevicu, sestru Teresa. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast die heilige Märtyrerin Teresa Benedicta zur Erkenntnis deines gekreuzigten Sohnes geführt und in seiner Nachfolge bis zu Tod gerufen. Auf ihre Fürsprache lass alle Menschen im Gekreuzigten den Erlöser erkennen und durch ihn zur Schau deine Herrlichkeit gelangen. Darum bitten wir euch, Christus, unser, durch ihn, Jesus Christus. Čitanje knjige proroka Hošeje. Ovo govori Gospodin. Lesung aus dem Buch Hosea.
u njenu progovoriti srcu. Ondje će mi odgovarati ona kao u dane svoje mladosti, kao u vrijeme kada je izišla iz Egipta. So spricht der Herr, ich will Israel, meine Braut, in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Sie wird mir dorthin bereitwillig folgen, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie damals, als sie aus Ägypten herauszog. Ich traue dich mir an auf ewig, ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis deiner Treue, dann wirst du den Herrn erkennen. Wort des lebendigen Gottes. Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr. Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Der König verlangt nach deiner Schönheit. Er ist ja dein Herr. Verneige dich vor ihm. Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr. Die Königstochter ist herrlich geschmückt. Ihr Gewand ist durchwirkt mit Gold und Perlen. Man geleitet sie in bunt geschickten Kleidern zum König. Jungfrauen sind ihr Gefolge. Ihre Freundinnen führen man zu dir. Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr. Man geleitet sie mit Freude und jubelnd, zieh ihn ein in den Palast des Königs. An die Stelle deiner Väter treten einst deine Söhne, du bestellst sie zu Fürsten im ganzen Land. Sie ist die kluge Jungfrau, die der Herr wachend antraf, als er kam. Sie trat mit ihm ein in den Hochzeitssaal. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Er sind hier. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen auch Öl in Krügen mit.
Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrau auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Und die fünf wurden, und die Türen wurden zugeschlossen. Uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Gospodine, otvori nam. A on im odgovori. Er aber antwortet ihnen: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Evangelium unseres Herrn. Lob sei dir, Christus. Braćo i sestre, puno puta misna čitanjem, a posebno Brüder und Schwestern, viele Male die Messtexte, vor allem Jesus in den Evangelien, erinnern uns an das Ende einer menschlichen Geschichte. So bringt uns Matthäus der Apostel das Gleichnis über die fünf Weisen, die Klugen und die Törichten, Jungfrauen. Er spricht von zwei Arten von Menschen auf dieser Welt, auf dieser Erde. Er erwähnt das Endgericht im Himmel. Dieses Gleichnis befindet sich am Ende des Matthäus-Evangeliums, vor der Verurteilung Jesu und dem Tod am Kreuz. Jeder ehrfürchtige Mensch am Ende seines Lebens spricht wichtige und wesentliche Worte aus. Jesus, der so heilig ist, der die Liebe selbst ist und die Barmherzigkeit, tut uns am Ende seines irdischen Lebens den Rat geben. So etwas sehr Wichtiges, so wichtig für unser ewiges Heil. Er spricht, wie leben, um unsere Seele zu retten und so viele anderen Seelen, die sich vom Herrn entfernt haben. In das Königreich Gottes hineinzukommen, können nur die, die die entsprechenden das Öl in ihren Lampen haben. Heute in unserer katholischen Kirche gedenken wir einer weisen und klugen Jungfrau und Märtyrerin, die in dem Volk Jesu, dem jüdischen Volk, geboren wurde. Und sie hieß Edith Stein, Schwester, danach Schwester Teresa Benedikta vom Kreuz. Sie ist vom Papst ausgesprochen die Schutzpatronin von Europa. Als sie den Lebensweg der heiligen Teresa von Avila gelesen hat, was die heilige Teresa selbst geschrieben hat, zuletzt hat sie gerufen: Dies ist nur die Wahrheit. Diese heilige Frau und Ordensfrau Jüdin hat sich im 31. Lebensjahr taufen lassen. Sie ist Christin geworden. Und diese Wahrheit, die sie erkannt hat,
und in Jesus aus Nazareth entdeckt hat, hat sie geführt und ihr Kraft gegeben, nämlich der heiligen Edith Stein. Auch wenn sie nicht geboren wurde oder erzogen wurde in einer christlichen Familie, lebte sie nicht wie eine der törichten Jungfrauen, die das heutige Evangelium erwähnt. In ihrer Lampe gab es auch vor der Bekehrung Öl, und nur Gott weiß wie viel. Mit zwei ist sie ohne Vater geblieben. Die Mutter hat sich bemüht und im Glauben ihre unzähligen Kinder erzogen. Ihre Tochter, die heutige Heilige, bemühte sich im Leben, hat gekämpft, hat Gott gesucht. Den sie gesucht hat, den hat sie auch gefunden. Besser gesagt, der Herr hat sie gefunden. Sie ist in ein Kloster eingetreten und da auch in ein Leben, hat gelebt, gearbeitet, gebetet, hat gute Werke getan. Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Völker verfolgt und haben sehr gelitten. Und auf besondere Art und Weise ihr jüdisches Volk. So hat diese heilige Frau, Ordensfrau, wurde aus dem Kloster entführt, nach Auschwitz gebracht. Und sie ist im Märtyrertod dort gestorben. Sie hat ihr Blut vergossen aus Liebe zu dem, der viel früher sein Blut vergossen hat, aus Liebe zu ihr. Und aus Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Und er ist Jesus aus Nazareth, der einzige Heiland der Welt, der Sohn Gottes. Am Ende ihres Lebens gab es viel Gutes und qualitatives Öl in ihrer Lampe. So gut, dass wir sind überzeugt, dass vom Übergang aus dieser Welt und der Begegnung mit dem Sohn Gottes gesagt wurde, tritt ein in die ewige Herrschaft deines Herrn. Jesus ermahnt uns auf die Begegnung mit der Wahrheit, und die Wahrheit, das ist er. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit unsere endgültige Begegnung mit Jesus in Freude ist und ohne Schmerz, bittet die Heilige Schrift uns Gläubige, dass wir weise, klug leben, weil wir den Tag und die Stunde nicht kennen. Der Herr die Tür öffnen wird, die Tür unseres Lebens, um uns zu begegnen. Bei Matthäus können wir außerdem noch lesen im Evangelium, wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, dass wir wachen sollen, weil wir den Tag und die Stunde nicht kennen. Wir sollen bereit sein, auch in dem Moment kommt der Menschensohn, auch wenn wir nicht vorbereitet sind. Dieser Abschnitt aus dem Evangelium bereitet uns auf die Überraschung vor. Und das, was heute Matthäus erzählt wurde, ist das Geschehnis, was viele überrascht hat. Sogar die halbe Welt, die halbe Menschheit hat der Bräutigam und sein Kommen überrascht. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Wir haben gehört, die fünf Jungfrauen, gingen in den Hochzeitssaal, wo Freude ist, Schönheit ist. Die anderen fünf blieben draußen vor der verschlossenen Tür. Es ist Dunkelheit um Mitternacht, es ist Angst, es ist schmerzhaft.
dein Licht in der Dunkelheit. Dieses überraschende Kommen des Herrn hat die Hälfte der Geladenen überrascht, die auf ihn gewartet haben. Jesus als Bräutigam, weil er die Liebe selbst ist und die Barmherzigkeit. Er hat sie alle zur Zeit gerufen, zu seinem Hochzeitsmahl. Einige haben die Einladung Jahre früher gekriegt. Und jeder, der geladen war, hatte genügend Zeit, um Öl für die Hochzeit zu besorgen und die Kleidung. Der Herr ist gut. Deshalb hat er jedem genügend Zeit gegeben, einige sogar in Fülle. Wie denen, die getauft sind durch die Taufe selbst, durch die Geburt selbst. Und das sind wir hier. Die meisten von uns, denke ich, sind getauft nach der Geburt. Wenn jemand sehr jung vor das Angesicht Gottes ging, weil er sehr jung war, hatte auch der genügend Zeit, um seine Lampe mit Öl zu füllen. Für uns Menschen, uns Christen, werden in unseren Köpfen häufig die Gedanken aufruhen, warum ging jemand so früh von dieser Welt so jung? Warum hat der Herr so viel Leiden erlaubt für diese junge Person oder die Familie? Oder warum hat der Herr überhaupt den Tod zugelassen? Warum musste uns, unseren Nächsten, unserem Volk geschehen oder anderen Völkern? Wenn wir Christen sind, die wir beten, mit dem Herzen beten, werden wir die Antwort bekommen, warum so viel für uns und für den Nächsten. Selbst wenn wir die Antwort nicht bekommen auf dieser Welt, werden wir es ganz sicher die Antwort bekommen auf jede Frage, wenn wir dem Herrn begegnen von Angesicht zu Angesicht. Wir Christen guten Willens, lasst uns bemühen, gute Werke zu tun, Werke der Liebe und der Barmherzigkeit. Lasst uns unsere Lampen mit Öl füllen. Und nicht meinen, für uns gäbe es noch Zeit, der Bräutigam würde nicht kommen. Das Leben vergeht so schnell. Es gibt immer weniger Zeit. Der Herr ist nah. Die halbe Menschheit wurde vom Bräutigam überrascht und sein unerwartetes Kommen. Die fünf Jungfrauen, die fünf, die bereit waren, gehen hinein zum Leben und die anderen in Dunkelheit, wo Schmerz, Zähneknirschen ist, die Tür. Die Ewigkeit kann in jedem Moment sich vor uns öffnen. Lasst uns den Herrn bitten, die Tür der Ewigkeit vor uns geöffnet wird, dass wir in diesem Moment uns vor den Herrn stellen können, rein Gewissens, und uns an dem erfreuen, der aus Liebe zu uns sein Leben hingegeben hat. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Heiland, der Löser der Welt. Amen. Lasst uns nun unsere Gebete an den Herrn wenden. Lasset uns beten. Sohn Gottes, du hast uns den ewigen Vater offenbart, hilf, dass deine Kirche mit dem Leben seine Liebe verkündet und seine Barmherzigkeit. Wir bitten dich. Guter Hirte, in deinen Dienst rufst du Männer und Frauen. Ermutige sie, dass sie ihren Ruf froh leben. Wir bitten dich.
Spasitelju svijeta. Heiland der Welt, du bist gekommen, um jedem Geschöpf das Heil zu verkünden. Entferne alle Hürden und den Völkern von Europa, dass sie dich als Sohn Gottes anerkennen und als den einzigen wahren Heiland. Wir bitten dich, gekreuzigter Christus, die heilige Teresa Benedikta vom Kreuz hat wegen dem Hass auf ihr Volk das Märtyrertum ertragen, hilf allen, die leiden wegen nationaler Rasse oder sonstiger Diskriminierung. Wir bitten dich, unser Erlöser, aus deiner Seite flossen Blut und was, stärke uns im Glauben, dass du den Bösen besiegt hast. Wir bitten dich. Auferstandener Christus, du hast die Tür des Himmels geöffnet. Allen Menschen führe zur ewigen Freude unsere verstorbenen Brüder und Schwestern. Wir bitten dich. Allmächtiger, ewiger Gott, empfange unsere genannten und die ungenannten Gebete und alle, die wir in der Tiefe unseres Herzens und unserer Seele tragen, das bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bitte, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer aus, um seines Namens zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Wir preisen dich, Herr, denn du bist groß in deinen Heiligen, das Leben der heiligen Jungfrau Teresa Benedikta vom Kreuze hat dir wohlgefallen, nimm mit diesen Gaben auch unseren Dienst an. Darum bitte mich, Christus, unseren Herrn. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht. Mučenica Terezija Benedikta od križa ispovjedila svoje ime i krv svoju prolila. Mučenička krv očituje čudesnu tvoju snagu kojom podupireš ljudsku nemoć. Ihr Vater im Himmel zu danken, das Werk deiner Gnade zu preisen, denn in den Heiligen schenkst du der Kirche leuchtende Zeichen deiner Liebe. Durch das Zeugnis ihres Glaubens verleihst du uns immer neu die Kraft, nach der Fülle des Heils zu streben. Durch ihre Fürsprache und ihr heiliges Leben gibst du uns Hoffnung und Zuversicht. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Mund das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. In am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen der Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte, Dank reicht es Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Amen. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, Herr, verkünden wir deine Auferstehung, preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohns, bring dir so das Brot des Lebens, Kelch des Heiles, da wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns an dein Christi Leib und Blut und lass uns es werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Petter, Bischof Alder, allen Bischöfen und Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind. In der Hoffnung, dass sie auferstehen, nimm sie und alle, die deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der Segen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus, durch ihn und mit ihm und in ihm, ist dir Gott, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen, gib Frieden in unseren Tagen. Dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti se... Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Gebt einander den Frieden, der Friede sei mit ihnen. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, selig die zum Mahl des Lammes geladen sind. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Bei der Kommunion bitten wir euch, kommt zu den breiten angelegten Wegen, dreht euch zueinander. Es folgt die Austeilung der Heiligen Kommunion, danach übersetzt mir weiter. Yeah.
svoju i vjernost nek me vode. Nek me dovedu na tvoju svetu goru, u šatore tvoje. Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne Bože za tobom. I pristupit ću Božjem žrtveniku, Bogu radosti svojoj, citrom ću slaviti tebe, Bože, o Bože moj. Kao što košuta žudi za izvor vodo, tako duša moja čezne Bože za
Pomolimo se. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns gestärkt durch die Teilnahme am Heiligen Mahl, da wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib tragen. Lehre uns nach dem Vorbild der Heiligen Edith Stein, dir unser ganzes Leben als ungeteilten Dienst zu weihen. Darum bitten wir Christus, unseren Herrn. Nach dem Endsegen beten wir Glaubensbekenntnis 7, Vater unser, Segnung der Andachtsgegenstände und verbleiben in Anbetung Jesus im allerheiligsten Altarsakrament. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Nicht in Versuchung, sondern sonst. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Gib uns Entschuldigung, führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Preiset den Herrn. Segnung der Andachtsgegenstände im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Frieden von Gott, dem Vater, von dem wir durch den Sohn, der von der Jungfrau geboren wurde, jedes Gute gegeben wird. Hören wir die Worte, Brüder des heiligen Paulus an die Philipper, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werden allen Menschen bekannt, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, und bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. U Kristu Isusu.
Gelobt und gepriesen bist du, Herr, du Quelle und jeden Segens. Du erfreust dich an der Frömmigkeit deiner Gläubigen. Gnädig sei an der Seite deiner Diener, dem sie Zeichen des Glaubens und der Frömmigkeit tragen. Mögen sie von Tag zu Tag geformt werden nach dem Bild deines Sohnes, der lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gott, durch alle, durch Christus in allem segnen und helfen, dass alles zum Guten wird. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
ich vertraue dir, Jesus, ich vertraue dir, Jesus, ich vertraue dir, Jesus, ich vertraue dir. Thank you.
U predvečerje ovoga dana. Am Vorabend dieses Tages kommen wir vor dich, o Herr, Jesus Christus, weil wir dich anbeten möchten. In dieser Begegnung heute Abend mit dir möchten wir unsere Herzen öffnen und sie vor dich legen, so wie sie sind. Wir möchten in unseren Herzen einen Ort schaffen, einen Raum, nur für dich. Herr, wir möchten dir erlauben, dass du in unser Leben kommst und unsere Herzen verwandelst, damit unser Herz sanft und demütig wie dein Herz wird. Gestalte unser Herz nach deinem Herzen. Jesuse, Tebi, koji si mir, učini ga po srcu svom.
Gospodine Isuse Kriste, Herr Jesus Christus, du hast dich häufig in die Einsamkeit zurückgezogen und bist im Gebet geblieben. Wir möchten von dir lernen und deinem Vorbild folgen. Wir möchten im Gebet uns vollkommen vereinen mit unserem himmlischen Vater. Wir möchten, dass diese Anbetung, diese Momente, die wir in Stille, in Schweigen verbracht haben, uns Gelegenheit sind, die Nähe Gottes zu spüren. Rege uns durch deine Gnade an, dass wir jeden Tag solche Momente suchen, dass wir dir jeden Tag begegnen im Gebet, in der Eucharistie, in deinem Wort und dass wir jeden Tag mit dir zusammenleben.
mich groß ist seine Treue. Niemand so wie du, mein treuer Gott. Groß ist deine Treue. Thank you.
samo je u Bogu mir. Nur in Gott ist mein Frieden. Gospodine Isuse, Herr Jesus, ti nam želiš darovati svoj mir. Du möchtest uns deinen Frieden schenken. Ali ti nam govoriš, aber du da mir jedino sprichst zu uns, dass der Frieden, dass wir ihn nur in Gott finden können. Potiči nas uvijek, lege uns an, da težimo za tobo, dass wir uns nach dir sehnen, da budemo s tobom povezani, dass wir mit dir verbunden sind, da budemo s tobom jedno, dass wir mit dir eins sind, jer ćemo jedino tada biti dann u mir, können wir in Frieden sein, biti u jedinstvu s tobom, in Einheit mit dir, in Einheit mit den Nächsten. Potiči nas da u živote drugih ljudi, lege uns an, dass im Leben der anderen Menschen wir den Frieden bringen und dass der Frieden herrscht. Gospodine Isuse, zwischen unseren zwischenmenschlichen Verhältnissen, Herr Jesus, schenke uns deinen Frieden. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque
lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Oremus. Lasset uns beten. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribue quesumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Benedictus sit Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo, benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo, benedictum nomen Iesu, benedictum nomen Iesu, benedictum sacratissimum cor eius, benedictum sacratissimum cor eius, benedictus preciosissimus sanguis eius, benedictus preciosissimus sanguis eius, benedictus Iesus in sanctissimo sacramento altaris, benedictus Iesus in sanctissimo sacramento altaris, benedictus Spiritus Sanctus Paraclitus, benedictus Spiritus Sanctus Paraclitus, benedicta excelsa Mater Dei Maria Sanctissima, Mater Dei Maria Sanctissima, benedicta sancta eius et immaculata conceptio, benedicta sancta eius et immaculata conceptio, benedicta eius gloriosa assumptio, benedicta eius gloriosa assumptio, benedictum nomen Mariae Virginis et Matris, benedictum nomen Mariae Virginis et Matris, benedictus sanctus Joseph sponsus eius castissimus, benedictus sanctus Joseph sponsus eius castissimus, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis.
Werter Gläubige, für heute Abend hören wir mit der Live-Simultan-Übersetzung auf. Segenreichen Abend, bis morgen Abend.